Hallo, Hallöchen. Ich bin wieder LS19, Landwirtschaftssimulator 2019, und wir machen eine Map-Vorstellung. Wir sind auf der PlayStation 4. Die Map gibt es für PS4, Xbox One und PC natürlich. Grizzly Mountain, wie der Name schon sagt, ist es ja in den Bergen und es handelt sich um eine reine Forstkarte. Und wir schauen uns das am besten mal direkt an. Da sind wir direkt mal im Wald. Ne? So, wir öffnen mal hier gleich mal das Menü. So sieht's aus. Da sind keine Felder, da ist nichts. Hier können wir wirklich nur, sag ich mal, Forstwirtschaft betreiben. Oder dafür ist sie jedenfalls gedacht, die Karte. Wie sieht denn das aus, wenn wir hier aufs Land drücken? Da können wir da so riesige Flächen kaufen. Aha, das ist unseres. Das können wir noch kaufen. So können wir einige. Okay, hält sich eigentlich noch in Grenzen. Da ist noch ein recht großes Stück, aber das ist riesig. Kostet 152.000. Sonst hier so ein kleines Stückchen Wald. 50.000. Okay, wir haben ein Auto und wir haben eine Blockhütte. So wie sich das Standard gemäß gehört. Jawohl, können wir hier reingehen? Das wäre natürlich richtig geil gewesen. So, ja, ich glaube, es gibt hier gar nicht allzu viel zum Anschauen. Ich weiß gar nicht, hier ist noch irgendwas. Sind da die Bäume markiert oder ist da. Also markiert ist da irgendwas, aber was das zu bedeuten hat, keine Ahnung. So, vielleicht ist es ja ein Wanderweg, wo ich hier lang fahre. Oh Gott. Hier ist wirklich nur Wald. Nur Wald. Da sieht es irgendwie aus wie eine kleine Lichtung. Aber wenn ich hier losrenne, komme ich auf jeden Fall nie wieder nach Hause. Boah. Riesige Felsen. Ja, hier sind überall nur Bäume, kein Feld, keine Landwirtschaft, nur reiner Forst. Hier wäre auf jeden Fall eine Straße. Vielleicht hätte ich doch das Auto nehmen sollen. Also, wir fahren mal eine Runde. Gucken uns die Bäume an, ein bisschen die Natur. Viel mehr. Vielleicht schafft es das Auto auch nicht. Ja, das ist die Hupe. Wer hat sich solche Hupe nicht gewünscht, die La Cucaracha spielt, hä? Der Sound ist ja noch geil, aber die Hupe. So. Da sind wir auf der Straße. Wir müssen ja eine Verkaufsstation haben. Wenn wir links fahren, kommen wir zum Sägewerk. Es gibt sogar einen Viehhändler, eine Scheune, eine Ranch. Wir fahren mal hier rum. Also hier ist mal das Sägewerk. Riesengroß, so wie sich das gehört. Hier steht sogar noch ein LKW. Ist das meiner? Jawohl. Wir sind da beim Shop, Sägewerk.
Ist da der Shop? So wie es aussieht, ist da der Shop. Aber sieht nicht schlecht aus. Also als Start gleich mal ein LKW dazu. Und ich könnte ja mal. Also wirklich bloß die beiden. Ist noch cool gemacht hier. Okay, hier können wir wahrscheinlich das Holz verkaufen. Also finde ich bis jetzt gar nicht mal schlecht die Idee. Wer wirklich Forstwirtschaft liebt, für den ist es ja was. Oder der hauptsächlich, sage ich mal, Forstwirtschaft betreiben will und nebenbei vielleicht noch so kleine Bauernwirtschaft. Für den wäre das hier wahrscheinlich auch was. Wir fahren mal jetzt hier zum Viehhändler und was das da alles ist. Wir donnern mal hier über die Karte. Aber das sieht doch schon richtig aus. Das sieht irgendwie aus wie in Kanada, sage ich mal. Hört sich hier auch so an. Grizzly Mountain. Hier, ich mag ja den Fluss. Ich muss mal jetzt irgendwo anhalten und mir das genauer anschauen. Vielleicht bei der Brücke. Die Brücke ist ja auch noch so ein bisschen ganz flach. Oh. Und was haben wir denn hier so für landwirtschaftliche Sachen? Gar nichts. Einfach wie ein kleiner See hier benötigt Kalk, aber hier nicht. Da kann ich doch keinen Kalk reinkippen. Spinnen die? Da gehen die ganzen Frösche drauf. Okay, wir fahren mal weiter. Also wir können natürlich hier Wald ummachen und das urbar machen, das Land, sage ich mal, uns da ein Feld hinknallen. Das würde natürlich funktionieren. Aber das wäre schade um den schönen Wald. Okay, vielleicht schafft das ja einer hier, die ganzen Bäume abzuholzen auf dieser Karte. Denn ist auf jeden Fall stinkreich und hat dabei mitgeholfen, das Waldsterben voranzutreiben. So, hier gibt es auf jeden Fall eine Verkaufsstation für Getreide und so Sachen, falls man dann doch das irgendwie in Erwägung zieht. Das hier sieht aus wie eine Scheune. Das ist die Scheune. Grizzly Farms. Okay. Und was haben wir denn noch? Den Viehhändler. Was ist das? Die Ranch. Okay. Aber ich sag mal, so ein richtiges. So ein richtiges Feld haben wir ja nicht. Wir haben einen Haufen Sumpf und Wasser und so. Das ist ja Wahnsinn. Also, wenn es wohin von da, von Old Billy's Cabin. Dingens da losgefahren und Grizzly Mountain, sagt er, ist eigentlich da. Da kann ich aber Schnellreise wird da irgendwie nicht gehen. Aber sonst sieht es recht nett aus hier. Ich sag ja, man kann hier schon sich einen Acker erstellen, aber ich sag mal, du musst ja mal ein bisschen Platz haben überhaupt da
Tierstall vielleicht hinstellen zu können, wenn du Tiere haben willst. Musst du erstmal ordentlich bearbeiten. Hier das Land urbar machen. Straßen gibt es auch nicht allzu viel, also das wird hart. Wäre eine Herausforderung wert. So, und so klein ist es gar nicht, die Karte. Sieht noch so süß aus. Nee, nee. Die ist noch recht groß, habe ich das Gefühl. Wir können da noch ein rechtes Ende fahren. Bis wir da. So, wir fahren jetzt mal hier lang. So, wo geht denn da? Oh. Jetzt wird es aber ein bisschen hügelig hier. So, die nächste könnte ich abbiegen. Das machen wir. Wir fahren noch zur Grizzly Mountain. Schauen, was es uns da wirklich anzeigt. Also wir müssen hier rum. Also bei der Karte habe ich eigentlich... kriege ich so richtig Bock, da ein paar Bäume zu fällen. Fällen geht ja noch, aber aufladen... warte mal, hier geht's nach oben. Aufladen ist ja immer so mühsam. Ich glaube, hier geht es mal richtig hoch. Das wäre natürlich interessant, hier mit dem LKW hier hoch und runter. Voll beladen. Warte. Warte. Ich sag mal, wenn wir da runterfallen, sind wir auf jeden Fall tot. Na, das ist ja mal ein Weg. Da macht das ja mal richtig Laune, hier Holz zu machen. Weiß nicht, ob ich denn mit dem LKW immer noch hier hoch will. LKW und Anhänger vielleicht noch am besten. Das wäre dann was für Fortgeschrittene. Also hier gibt es auf jeden Fall Wald. So, und eigentlich sind wir jetzt hier angekommen. Grizzly Mountain. So, wo ist denn hier der Bär? Komm schon, zeig dich mal. Das ist meine Aussicht. Richtig cool. Richtig cool. Und wir können hier mit dem Auto hochfahren. Ganz easy. Ja, Holz machen, da brauchen wir bald einen Helikopter, um das rauszufliegen. Aber sonst ist es richtig cool. Ich mag das. Ich mag sowieso die Berge. Ja. Also. Das wäre eigentlich hier Grizzly Mountain. Die Karte, was es auch für die Konsole gibt. Wir sind ja da auf der PlayStation 4, wie gesagt. Und ja, wer Bock hat auf Forstwirtschaft, für den ist das hier genau richtig.
Wenn er denn die Schnauze voll hat, alle Bäume gefällt hat, kann er überall Felder machen und Landwirtschaft betreiben. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, bis denn dann, ciao, ciao.